Mitwachsende Armprothese. Ein Projekt der HTBL-UVA Waidhofen an der Ips. Dank austauschbarer Einzelteile erleichtert diese maßgeschneiderte Armprothese Kindern, solange sie noch wachsen, das Leben. Laut Jury ein erfrischend neuer Weg, Technologie günstig in etwas sofort Nutzbares und trotzdem Nachhaltiges umzuwandeln. Die dreijährige Lena ist deine Nachbarin und ihr habt ihr letztens ein ganz besonderes Geschenk gemacht. Wie funktioniert denn das, dass eine Prothese mitwächst? Mitwachsend heißt sie deswegen, weil wir durch stetige Austauschkomponenten, also vom 3D-Drucker, die Prothese ständig neu anpassen. Und das können wir kostengünstig machen, also ein neuer Druck kostet ungefähr 20 Euro. Wie fügt sich denn dieser neue Arm mit der Trägerin zusammen? Genau, dieser Arm wird mit Hilfe dieses Ausschnittes an ihren Arm angepasst und mit Hilfe eines Schultergurtes wird er dann stabilisiert. Und die Elektroden werden dann entsprechend an ihren Muskel angebracht und damit kann sie die Prothese voll steuern. Und was kann sie damit jetzt alles machen? Das so kindesübliche Aktivitäten wie Dreiradfahren, Fahrradfahren, Ballspielen müsste möglich sein, beziehungsweise anziehen sollte sie sich auch können, ja. Modulares Palettensystem für den innerbetrieblichen Transport. Ein Projekt der HTL Jenbach. Ein komplettes, ausgereiftes und neuartiges System mit hoher Flexibilität spart in einem Tiroler Betrieb Verpackungsmaterial und Zeit. Die Jury preist außerdem die kompetente professionelle Präsentation und die Umsetzung von Wirtschafts- und Umweltaspekten. Also sehe ich das richtig, da gibt es nichts zum Kleben, Schrauben, alles wird nur gesteckt. Ja, das ist exakt. Das ist alles auf schnelle Steckverbindungen ausgelegt, ohne Spezialwerkzeug, dass somit ein schnelles Verbinden und Spezifizieren der Palette möglich ist. Und was kommt in dieses System dann hinein? Was ist die Funktion des Geräts? Also es kommen verschiedene Kleinteile von der Firma hinein, die Teile sollen nicht mehr beschädigt werden. Was das Material betrifft, teuer, aber bequem oder umgekehrt? Ja, es sind zwei Varianten ausgearbeitet worden, Stahl und Aluminium. Die Auswahl ist jetzt auf Stahl gefallen, da diese wesentlich günstiger ist, ein bisschen schwerer, doch das stört die Firma in Hinsicht des Transportes nicht wirklich. Wann wird es dieses System in wesentlich größer geben? Also das System ist komplett fertig ausgearbeitet, es sind sämtliche Fertigungszeichnungen erstellt worden, ebenso wie Einkaufslisten und es ist momentan in der Fertigung. Headstat, ein Projekt der IT-HTL Ips an der Donau. Das Projektteam hat einen Footballhelm entwickelt, der die beim Sport auf den Kopf wirkenden Kräfte misst. Die Idee, schwärmt die Jury, ist außerordentlich, ebenso wie das Einsatzfeld. Der neue Helm bietet auch die Voraussetzung für Langzeitstudien und den langfristig besseren Schutz von Footballspielenden. Dieser Helm, den ich hier aufhabe, misst Erschütterungen. Das ist wahr. Warum ist es denn so wichtig, diese Erschütterungen während des Spiels messen zu können? Also es ist wichtig, weil der Trainer am Spielfeldrand nicht entscheiden kann, nicht weiß, wie stark die Erschütterung wirklich war, die auf den Spieler am Spielfeld wirkt. Was ist denn die technische Funktion an dem Ganzen? Wie funktioniert das? Wir messen die Beschleunigungswerte, die auf den Kopf des Spielers wirken und senden diese in Echtzeit an die Seitenlinie. Ist da ein Chip eingebaut in den Helm? Das Ganze funktioniert mit einem Helmmodul, das einen Beschleunigungssensor beinhaltet und somit können die Beschleunigungswerte gemessen werden. Was gibt es denn derzeit schon für praktische Anwendungen? Also wir haben das System schon eingesetzt, schon getestet in einem Helm des Spielers und wir haben schon Erfahrungen gesammelt, dass das wirklich in Echtzeit funktioniert. Ich bin erschüttert. Sigma. Computer lernen lernen. Ein Projekt der HTL Wels. Computer werden auf Anwendungsfälle menschlicher Intuition vorbereitet. Das Projektteam hat laut Jury das Lernen von künstlicher Intelligenz verständlich aufgearbeitet und ein Toolset kreiert, das zum Mitmachen und selbstständigen Einbringen eigener Inhalte einlädt. Sigma heißt künstliche Intelligenz auf Knopfdruck. Einfach auf Start drücken und schon lernt der Computer das Lernen. In diesem Beispiel sehen wir Tic-Tac-Toe. Der Computer lernt auf Basis von vorherigen Spielern und lernt live mit dem aktuellen Spiel mit. Sigma heißt auch Vielseitigkeit. Komplexe Anwendungsfälle, einfache Modelle. Sigma kann ganz einfach anhand von Beispielen lernen, wie die menschliche Handschrift funktioniert. Immer mehr Beispiele und Sigma versteht auch besser, wie Zahlen zustande kommen und wie Menschen zeichnen. Wo kann man das noch anwenden?
zum Beispiel bei Handschriftenerkennung oder auch im medizinischen Feld, zum Beispiel zur Diagnose von Brustkrebs oder sogar zur frühzeitigen und auf allem rechtzeitigen Diagnose von Parkinson. Wie funktioniert es denn genau mit der Parkinson-Erkennung? Bei der Analyse durch einen Arzt kommt es auf subjektive Merkmale an, während der Computer eine objektive Analyse nur anhand der Daten vollziehen kann und damit auch mit 98%iger Wahrscheinlichkeit die richtige Analyse trifft. Faszinierend. Lernen bringt einfach immer was. Salzwerk, ein Projekt der BHAK, BHAS Hallein. Die Junior Company verkauft das wichtigste Produkt der Stadt Hallein in originellen neuen Mischungen. Dabei zeigt das Team laut Jury Unternehmergeist mit Vision. Das Geschäftsmodell ist international ausgerichtet, sehr professionell umgesetzt, experimentier- und risikofreudig. So viel Salz. Herzlich willkommen zu unserem Salzquiz. Wir fangen jetzt an mit dem ersten Salz. Ist es jetzt unser Tomaten-Basilikum-Salz oder ist es unser Pommes-Salz? Tomaten-Basilikum. Das ist falsch. Ihr betreibt das wirklich als komplette Firma? Genau, wir haben letztes Jahr das eben als Junior Company betrieben und jetzt haben wir uns damit selbstständig gemacht und betreiben das neben der Schule als richtige Firma und verkaufen das. Und wie viel Kohle wirft so Salz ab? Mehr als man glaubt, weil so ein Glas kostet 2,50 Euro, das ist jetzt nicht die Welt. Da nimmt man gleich mal 2-3 mit und ja, also man kann schon guten Gewinn machen damit. An salzigen sozusagen. Genau. Vollgas, aber ökologisch. Ein Projekt der HTL Dornbirn. Eine Verbesserung der Umgebungsbedingungen für den biologischen Abbau von Restabfallstoffen ermöglicht die effiziente Erzeugung von Biogas aus bisher nicht verwendeten Abfallstoffen. Die Jury lobt das breite Anwendungspotenzial des Projekts und die schlaue Wirtschaftlichkeitsrechnung. Ja, besser, wenn es schnell geht. Das gilt zumindest auch für die Gärung in Biogasanlagen. Was hat es damit denn auf sich? Ja, die Gärzeiten in Biogasanlagen, die sind sehr lang. Und durch die Verkürzung derer kann die Gasausbeute pro Zeit erhöht werden und damit auch die Effizienz und, die Gewinn, und der Gewinn. Ihr habt das getestet. Auf welche Ergebnisse seid ihr denn gekommen? Ja, also wir haben genau gesagt in unserem Verfahren Elektroden entwickelt, diese bestromt, was den Prozess eine Steigerung der Ausbeute an Methan um 2- bis 3-fache liefert. Was sind denn die Umweltaspekte von eurer Innovation? Ja, dass natürlich eine sehr große Menge an Biomasse normalerweise ungenutzt bleibt. Und wir möchten natürlich den Anreiz dafür schaffen, dieses Potenzial auch zu nutzen. Welche Anwendungsformen gibt es denn dafür? Ja, es ist eigentlich wie ein Modul, das für jeden Landwirten installiert werden kann, der eine Biogasanlage besitzt. Und diese Kosten sind sehr gering. Das heißt, dass innerhalb von mindestens 73 Tagen diese Technologie wieder rentabel ist. Vollgas! Aber ökologisch.